Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Und wie auch immer, es ist eine der drei Folgen, wo ich eine neue Grafikkarte bekommen habe, wo ich meinen kompletten Computer neu eingebaut habe und umgebaut habe, und jetzt ist da Wasserkühlung drin und der ist jetzt halt schön leise, damit man ihn in der Aufnahme nicht mehr hört und so weiter. Und natürlich in den ersten drei Aufnahmen habe ich die Schwelle für OBS so hoch gesetzt und deshalb hört man nichts. Diesmal hört man mich so schön, inklusive die Papageien im die Wellensittiche im Hintergrund, und ich hoffe, diesmal wird's, die drei Folgen werden besser, auch wenn ich dabei nur ein bisschen drüber rede. In der Zwischenzeit, das war eine dumme Idee. Das war eine saudumme Idee. Warum? Naja, in der Zwischenzeit habe ich wieder ein bisschen was gemacht in den ganzen, im ganzen Stadtbezirk. Und gerade gehen mir die Wellensittiche hart auf die Nerven, aber. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt eine GTX 1080 in meinem Computer und kann deswegen diese Folge als erste Folge von Assassin's Creed wieder in 60 Frames raushauen. Was ich gar nicht mal so schlecht finde. Wie weit brauchen wir? Das kann ich natürlich nicht sehen. Ja. Ja, doch, ist ja nicht mehr weit. Gut, gut, das passt ja. Planänderung. Ja, was gibt's so Schönes bei Planänderung? Sagen Sie mir nochmal, wo wir hingehen. Ich fand einen Brief der Prinzgemahlin unter Lucy Thorns Recherchen. Mit den gleichen Insignien wie Ihr Schlüssel. Aus 1847. 1847? Im selben Jahr befahl der Prinz Umbauten am Buckingham Palace. Sie glauben, er ließ das Tuch dort verstecken? Nun, es gibt keine Karte des Palastes mit einem Raum namens Geheimes Gewölbe. Eure Hoheit. Natürlich nicht. Darf ich vorstellen? Miss Evie Fry. Miss Fry, Maharaja Dulep Singh. Es ist mir eine Ehre. Mein Freund, die Pläne, um die Sie baten, wurden entfernt. Entfernt? Von wem? Crawford Starrick. Jedenfalls in seinem Auftrag. Ja, ich dachte mir, Sie kennen den Namen. Ich weiß, wo er ist, aber er wird streng bewacht. Der Teil dürfte kein Problem darstellen. Dachte ich mir. Ich finde irgendwie die Stimme von diesem Maharaja ziemlich komisch. Wir werden einen Plan brauchen. Ich sorge dafür, dass die Wachen abgelenkt sind, während Sie einen Weg hineinsuchen. Oh, wirklich? Für Sie, Miss Evie, tue ich das gerne. Nun, sobald ich drin bin, suche ich jemanden, der weiß, wo die Papiere sind. Und wir treffen uns im Zug. Pass auf dich auf. Oh, Evie. Hast du da etwa eine Schwäche für jemanden? Ich muss sagen, ich mag diese. Cool. Ich mag diese Hintergrundmusik während der Mission. Obwohl das nur so ein bisschen einfaches Zeug ist da. Hm? Du siehst mich nicht. Du siehst mich überhaupt nicht. Ich hoffe, das nervt nicht allzu stark mit den. Ach, Mist, ich hab mich gesehen. Ich hoffe, das nervt nicht allzu sehr mit dem Wellensittichen im Hintergrund. Naja. Leben kannst du hier nicht
wieder raus. Wir müssen ja eigentlich nur. Es gibt einen Eindringling! Nur die Kisten. Passt auf! Sie ist. Ach, Mist! Hilfe! Es gibt einen Eindringling! Nein! Du wirst schön da bleiben. Das sind sie nicht. Schade. Aber verbesserte Wurfmesser. Und Wurfmesser benutze ich ja ziemlich gerne. Und mich stört es. Ah. Das ist das Ende. Ich habe dann noch genügend. Also, ein Wurfmesser habe ich noch. Deshalb alle mal plündern. Und auf Wurfmesser hoffen. Wer weiß, wann die wiederkommen. Na? Ah ja, stimmt, ich habe ja diese Wir haben ja diese geile Fähigkeit, dass wir uns unsichtbar machen können als Eevee. Du wirst auch sterben. Hm? Ah, manchmal ist diese ganze. Nee, ich möchte. Ja, bevor du runterfällst. Bleibst du lieber hier, genau. Manchmal ist diese Steuerung etwas komisch. Ja. Wir müssen noch da hinten hin. Zack. Lassen wir entweder von oben oder von unten rein, dass wir dann nicht irgendwie in die Mitte reingehen. Also nehmen wir den obersten Eingang, sodass keiner uns von hinten überraschen kann, sondern nur von vorne. Da muss ich mich gerade an die Szene aus Kick-Ass erinnern. Oh, Hit-Girl. Den Fehler macht und den Rücken nicht zur Wand dreht. Ganz leise, mein Lieber. Immer den Rücken zur Wand, Daddy. Ein guter Schuss. Hier ist nichts. Hey, da war nichts drinne. Gar nichts. Doch scheiße. Gut, dann gehen wir wieder oben raus. Damit wir hier zwischendurch nicht gesehen werden. Zack. Und da geht's weiter. Natürlich alles schön über die Dächer. Dass da nichts passiert. Aber. Naja. Passt schon alles. Also ich habe jetzt zu der Zeit hatte ich mein PC noch nicht vollkommen richtig aufgebaut. Ich habe da einige Fehler gemacht. Ich habe da zum Beispiel ein Gehäuse. Wenn ihr euch ein Gehäuse kauft für Wasserkühlung, passt drauf auf, dass da steht Radiator. Ein Radiator kann da rein. Und nicht nur, es sind zwei Lüfter nebeneinander mit der gleichen Größe. Wo denn der Radiator auch drauf passt. Ich hatte das Problem, ich hatte oben zwei Lüfter. Was? Als Möglichkeit. Und, ja. Es hat halt nicht gepasst, weil direkt darunter der Rammriegel war. Und, scheiße. Es hängt da vorne und die Festplatten hängen irgendwie so. Also, es ist, scheiße gewesen. Außerdem habe ich dann meinen Prozessor etwas übertaktet.
Jetzt läuft das Ganze geschmeidig. Dank der dicken Kühlung. Diese Frau, ein Eindringling! Na, ist hier vielleicht was drin? Nein, ich muss wohl jemand nach den Plänen fragen. Was? Den Templer in der Nähe fragen. Okay. Gut, wo haben wir denn jetzt einen einzelnen Templer? Ich schwöre es, Miss. Ich weiß nicht, wo er sein kann. Was meinen Sie? Der Mann, der wie Sie aussah. Die Wache führte ihn ab. Henry, die gestohlenen Pläne. Wo sind sie? Ich weiß nichts von gestohlenen Plänen. Die Pläne. Die Mission. Schlag ihn nieder, bevor er uns sieht. Komm. Niederschlagen. Ganz genau. Wie hat die... Also das sah irgendwie komisch aus. Egal. Wir müssen jetzt als erstes Henry retten. Denn Henry hat die größte Priorität. Denn ohne Henry würden wir die Story nicht voranbringen. Deshalb muss man erstmal Henry retten. Nee, Du gehörst zu Claras Kindern. Die haben Mr. Henry. Wir konnten ihm nicht helfen. Aber ich habe einen gebissen. Sie fuhren in einer roten Kutsche weg. Doch die kommen nicht weit. Ein Rad sah aus, als würde es jeden Moment abfallen. Sehen Sie sich die Spur an. Das sah ja ganz schön rum. Spur? Wo? Ah, da. Ich sehe sie. Aha. Aber die eiern wirklich viel rum, also. Der damit gefahren ist, ist entweder wirklich betrunken gewesen oder unter Drogen. Warte mal. Wie kann eine Kutsche sich so drehen? Das ist doch vollkommen unmöglich. Also, wie kann eine Kutsche so fahren? Der Wagen wurde abgedrängt. Die müssen es eilig haben. So. Es war nicht eine Kutsche, es waren zwei. Dann macht das Sinn. Naja. Schön weiterlaufen. Vorne sind sie auch irgendwo gegen gefahren. Die haben wirklich keinen Anstand. Selbst ich mache noch nicht so viel Schaden. Wie die. Und Menschen überfahren sie auch. Noch schlimmer. Und sie zerstören öffentliches Eigentum. Ich bin auf der richtigen Spur. Das ist ja nicht das ist ja das Schlimmste. Öffentliches Eigentum zerstören. Naja. Es ist eigentlich, glaube ich, sogar schlimmer als privates Eigentum zu zerstören. Ich weiß nicht. Öffentliches Eigentum. Das muss die Kutsche sein. Da ist sie. Jetzt nur noch Henry finden. Also deine Stimme klingt tatsächlich so, als wenn du ihn magst. Zwing mich nicht, darüber zu kommen. Na? Davon müssen wir jetzt runter. Können wir darauf einen Attentat noch machen? Ich bin gerade böse. Ich möchte alle töten, um meinen Henry wieder zu bekommen.
ne? Geht's jetzt? Jetzt geht's aber. Du wirst sterben. Und ich brauche Wurfmesser. Ich weiß überhaupt nichts über diese Kutsche. Aber hier passieren schon den ganzen Tag komische Dinge. Hier laufen jede Menge merkwürdige Leute herum. Alle schwer bewaffnet. Gefällt mir ganz und gar nicht. Das glaube ich. Oh, da sind ein paar. Die Ruckschlampe ist hier! Die Ruckschlampe? Ich bin doch keine Schlampe. Ich bin ein lautloser Killer. Lautlos. So dass keiner auf mich aufmerksam wird. Keiner hat mich gesehen. Ja, ich sah, wie sie jemanden aus der Kutsche gezerrt haben, nachdem das Rad abfiel. Die sagten, er sei gestürzt. Keine Ahnung, warum sie ihn dann in die Kirche brachten, aber da gingen sie hin. Okay. Jetzt optional ist hier... Was macht die denn hier? Ich bin der geheime Schatten. Ich bin der zweite Phantomias, ein Schatten, der die Nacht durchflattert. Wie komme ich jetzt da hoch? Lass mich dort hoch. Ha. Ihr könnt mir nichts. Ich brauche Henry wieder. Da, hoch mit uns. Doch nicht da hoch. Okay, so geht's auch. Ich hab sie. Das ist reine Zeit. Kannst du nicht mal treffen. Ey, nicht runterfallen. Sind alle total verwundert. Ja, die haben einen aus der Kutsche gezerrt. Sturz betrunken war der. Sie brachten ihn auf den Friedhof. Vielleicht will er in Ruhe seinen Rausch ausschlafen. Auf dem Friedhof. Haltet! Ha! Auf dem Friedhof seinen Rausch ausschlafen. Lass sie nicht entkommen! Ah, wie geil. Keine Chance. Der merkt überhaupt nichts. Da ist ein Eingang. Sind nur zwei. Kriege ich schon hin. Einfach umlaufen. Wer zum Teufel ist das? Wie bei Dark Souls. Einfach umlaufen. Zack. Das habe ich gut gelöst. Und ich habe ein Wurfmesser. Ich bin sicher, dass ich abgeschlossen hatte. Das sollte doch zu sein. Das waren wieder diese Rotzlöffel, ganz sicher. Wer sind denn die Rotzlöffel? Das möchte ich mal fragen. Runter mit uns. Was mache ich denn jetzt? So, genau. Ich habe da diese eine Kiste. Genau, die da. Und die liegt irgendwie immer da unter. Und ich finde einfach den Eingang zu dieser scheiß Kiste nicht. Schlimm ist das. Schlimm ist das. So.
Ab zur Seite. Alarm! Ja, ich schlag dich in Stücke! Aber du hast noch was. Nur Medizin und keine Wurfmesser. I need Wurfmesser. Ich weiß nicht. Wir haben ihn ziemlich böse erwischt. Er wacht so schnell nicht wieder auf. Oh nein, das tut er nicht. Ich hoffe, er. Ach Mist. Ja. Jetzt hab ich dich, Mist. Was geht hier vor? Sieht böse aus, wie man die immer da tötet. Ah, ich habe wieder ein Wurfmesser. Wie schön. Ja, befreien ihn. Ivy, die wollten die Pläne des Architekten wegschaffen. Haben Sie sie? Nein. Haben Ihnen wehgetan? Alles gut. Gehen wir. Ihr werdet ihm nichts tun, den ich beschützen muss. Ivy, das tut mir leid. Konzentrieren Sie sich auf die Flucht. Ist sie jetzt sauer auf ihn? Ah, hier habe kann ich die Leute mit Fässern töten. Ah, ich verstehe. Einfach auf sie schießen. So, dich habe ich. Einfach hinter Henry her. Töte ihn doch einfach. Ah, da kommen die Groups, einem zu helfen. Wieso haust du nicht ab? Ah, wegen der da oben. Na? So. So macht man das. Und jetzt... Ach nee, nicht Henry angreifen. Hör auf, meinen Henry anzugreifen. So. Ich glaube, damit haben wir es geschafft. Oder? Lauf doch nicht gegen eine Kutsche. So, wir müssen jetzt nur noch weg. Ich glaube, das war's. Miss Nightingale sollte sich das ansehen. Ich finde das Gewölbe, ehe Starrick sich das Tuch holt. Wir müssen mit dem Maharaja sprechen. Ich spreche mit dem Maharaja. Sie lassen sich verarzten. Es tut mir leid, dass ich Ihre Pläne vereitelt habe. Im Zug wären Sie sicherer. Selbst wenn Sie das Gewölbe finden, Sie können nicht alleine in den Buckingham Palace spazieren. Ich bin nicht alleine. Wir sehen uns dann im Zug, Mr. Green. Ho, ho. Das fühlt sich aber nicht so gut an. Na? Oh, wir haben wieder schöne Sachen bekommen. Da wollte ich, glaube ich, nicht hin. Dahin. Wurfmesser. Ja, komm. Komm, nimm es. Ich hab's nicht genommen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich brauche doch meine Wurfmesser. So gerne. Ich bin noch immer Level 8. Das wäre schon eine geile Waffe, ne? So. Gezackte Toad. Kann ich mir auch nicht herstellen. Lightning ist ja stärker, aber
Oh. Nee. Ich bald die Single Action Army. Den kann ich noch nicht nehmen, weil ich noch kein Level 9 bin. Ich brauche Level 9. Auf jeden Fall. Naja, aber ich würde sagen, während ich noch durch die Monturen switche, sage ich bis zum nächsten Mal. Haut rein.